Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute teste ich wieder Sachen, damit ihr sie nicht kaufen müsst. Und zwar wurde mir zugetragen von einer Maus aus der Community, dass es bei Amazon Dupes zu einem der beliebtesten Produkte der letzten Jahre gibt. Und ich habe sie alle gekauft, um zu schauen, sind sie wirklich gut? Was ist das Problem mit den Produkten und lohnt sich der Kauf von diesen Schätzchen hier? Ich bin super gespannt, wie sie funktionieren und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufweitern kann. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Es geht um diese Dinger hier. Das sind Dupes zu Charlotte Tilbury Produkten von Amazon. Ich bin bei Amazon Make-up immer so ein bisschen skeptisch, weil ich nicht ganz weiß, ob die Sachen funktionieren. Die Reviews waren dazu aber gut. Und wenn ihr mir den Auftrag gebt, etwas zu testen, weil ihr es haben wollt, dann teste ich das Ganze für euch. Mein Job ist es nämlich, für euch Make-up-Produkte zu testen. Ich gebe lieber die 10 Euro aus, damit ihr es nicht machen müsst und ihr dann ein doofes Produkt habt. Deswegen habe ich 4 verschiedene Liquid Beauty Wands von KeyBest Pro Cosmetics gekauft. Und wir werden schauen, ob sie funktionieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe schon lange kein Make-up mehr bei Amazon gekauft, weil die Drogerie mich sehr gefordert hat in den letzten Jahren. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass auf Amazon immer ganz spannende neue Händler und Händlerinnen dazukommen, die wirklich gute Produkte haben. Und ich habe schon viele Produkte gekauft, die wirklich gut sind bei Amazon, die man so sonst vielleicht nicht in der Drogerie bekommt. Ich habe gehört, dass es bald auch sowas Ähnliches in der Drogerie geben wird. Die erinnern mich so ein bisschen an die von Catrice. Im Prinzip weiß man immer nicht ganz so genau, ist das wirklich aus derselben Fabrik, ist es vielleicht aus einer anderen Fabrik. Wir probieren es einfach aus. Ich würde vorschlagen, wir starten einmal mit der Base. Super schön glossy, die Haut ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Es gibt mehrere, es gibt auch verschiedene Produkte. Ich habe jetzt die hier von KeyBest. Das ist das Packaging, das ist schon... Das ist literally 1:1 genau dasselbe Packaging, ne? Also, ich habe hier das Charlotte Tilbury Produkt und hier das KeyBest Produkt. Ich habe gerade gedacht, das ist ein bisschen was anderes. Das Roségold ist jetzt hier bei dem Contour-Ding, bei dem Highlighter ist es aber selbst und selbst der Punkt hier, also da, wo die Verpackung hergestellt oder so wie die Verpackung hergestellt wurde, ist es genau dasselbe. Selbst dieser kleine schwarze Balken hier auf dem Original ist genauso wie hier auf dem Dupe. Es gibt das allerdings in verschiedenen Farben, aber da ist das Packaging immer gleich. Das habe ich nicht so beim Bestellen gesehen. Bei den originalen Charlotte Tilbury Produkten ist es ja alles farblich auch immer so ein bisschen angepasst. Ich mag die ganz gerne, die sind sehr, 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 sehr teuer und ich finde, es gibt mittlerweile auch gute Alternativen dazu. Aber was ich sagen muss, Charlotte Tilbury hat es wirklich geschafft, Produkte herzustellen, die den Zeitgeist einfangen. Und ich weiß nicht, ob diese Dupes das immer können. Meistens können sie das. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Was mich bei dem Contour Wand von Charlotte Tilbury gestört hat damals, war, dass das eigentlich kein Contour Wand, sondern ein Bronzer ist. Der ist sehr, 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 sehr warm. Ich vergleiche auch immer so ein bisschen die Farben. Die Packung sieht gleich aus. Sie sieht an allen Stellen immer gleich aus. Deswegen muss ich immer mal ein bisschen schauen, wie das Ganze, welche Farbe das Ganze ist. Wir haben hier die 1. Das ist Contour. Wir machen jetzt erstmal die Base. Dazu benutze ich eine Foundation und arbeite mir die einfach mit einem Foundation Brush ein. Ich werde so oft nach diesem Foundation Brush gefragt. Den gab es bei Luisa bei Crash Cosmetics im Adventskalender letztes Jahr. Und ich weiß, hat sie mir erzählt, dass der jetzt die Tage oder in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch einzeln rauskommt. Das ist einer der besten Foundation Brushes, die ich jemals getestet habe. Muss ich wirklich sagen. Du weißt, dass du genug Lichtschutzfaktor benutzt, wenn deine Haut bzw. deine Foundation nicht mehr deine Farbe hat, die du gekauft hast, als du keinen Lichtschutzfaktor getragen hast. Schaut euch bitte mal diesen Unterschied an, wie viel dunkler meine Haut war, als ich keinen Lichtschutzfaktor getragen habe, was nichts Gutes ist, wohlgemerkt. Möchte ich dazu einmal nochmal sagen, tragt bitte unbedingt Lichtschutzfaktor. Foundation ist einmal drauf. Wir machen jetzt erstmal den Contour Wand, weil ich habe erfahrungsmäßig mit dem von Charlotte Tilbury immer so ein bisschen Probleme gehabt, dass es ein bisschen zu viel war. Und dann machen wir da ein bisschen Concealer drauf und passen das Ganze wieder an. Ich habe Hoffnung, was ich sagen muss, du musst es abziehen. Da habe ich gedacht, wow. Ich habe die Reviews gelesen und viele haben sich beschwert, dass die Verpackung, die Bilder nicht der Verpackung entsprochen haben, weil sie es aufgedreht haben und dann hast du halt hier nur diese Tube. Aber, Mäuschens und Mäusekens, wenn ihr das abdreht in die andere Richtung, habt ihr diesen
Schwamm. Ich muss sagen, auch der fühlt sich wirklich, wirklich gleich an. Ich drehe jetzt mal auf und drücke. Und da kommt dann auch schon das Produkt raus. Ich tupfe mir erst einmal hier hin. Und im Vergleich dazu packe ich euch mal die Charlotte Tilbury Farbe mit hin, weil die ist deutlich wärmer. Seht ihr das? Und das hat mich halt so ein bisschen gestört bei dem Charlotte Tilbury Contour Wand, weswegen ich den nicht so oft benutzt habe. Auch von der Konsistenz her finde ich, ist jetzt der von Charlotte Tilbury ein bisschen wässriger. Deswegen bin ich jetzt mal vorsichtig und setze mir einfach nur 1, 2, 3 Punkte hier außen hin. Sieht schon ganz gut pigmentiert aus. Und dann nehme ich hier so einen Brush und... Okay, du musst sehr, 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 sehr schnell sein, weil der recht trocken ist. Okay, also 2 Punkte reichen auch bei meinem großen Gesicht. Das ist eine Konturfarbe. Das ist definitiv eine Konturfarbe. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich auf der anderen Seite die von Charlotte Tilbury benutze. Aber das Problem ist, ich habe nicht alle Farben von Charlotte Tilbury hier. Das ist super, super pigmentiert und extrem kühl. Also das ist eine perfekte Konturfarbe. Ich glaube, wenn ihr im Vergleich links und rechts meines Gesichtes jetzt einmal betrachtet, seht ihr, wie konturiert das hier ist. Krass. 1, 2 und sofort ausblenden. Vielleicht muss dieses Schwämmchen auch erstmal nass werden. Wow. Okay. Das ist definitiv eine Contouring-Farbe. Krass. Ich weiß halt nicht so wirklich, was ihr dazu sagt. Also ihr habt mir das geschickt, ihr habt mir aufgetragen, ich soll das testen, dann mache ich das natürlich. Ich weiß nur nicht, und da bin ich ganz gespannt auf eure Meinung. Weil das Thema Dupe ist so ein bisschen dünnes Eis. Mir fällt es nämlich schwer, die Grenze zu ziehen zwischen Dupe und Kopie. Wisst ihr, was ich meine? Also Dupe und Knockoff, so ein Fake. Weil es ist ja auch eine andere Farbe, also es ist ja nicht wirklich 1:1 genau das gleiche. Hier steht nicht Charlotte Tilbury mit drauf. Ich erinnere mich, dass wir mal, schon viele, viele Monde her, eine Kylie Cosmetics Palette gekauft haben bei Amazon und da stand auch Kylie drauf. Das ist definitiv ein Fake und das will ich nicht unterstützen, aber für mich ist das hier ein Dupe. Es steht nicht Charlotte Tilbury drauf, es ist auch nicht ansatzweise als Charlotte Tilbury Produkt deklariert gewesen und es hat auch nochmal eine andere Farbe. Ich baue mir jetzt nochmal hier ein bisschen Kontur auf. Ich möchte nämlich heute aussehen wie Bella Hadid. Wahnsinn, wie pigmentiert das ist. Das ist unglaublich. Okay, ich mache mal ein bisschen Concealer rauf. Ich bin gerade ein bisschen hyped. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass alle Zugang zu Produkten haben oder zu Texturen haben. Ich nehme jetzt ein bisschen Concealer und setze mir den hier hin. Und ich weiß, ich kenne das selber. Manchmal möchte man etwas unbedingt haben, aber 40 Euro für ein Produkt ist einfach nicht drin. Ich, Freunde, glaubt mir, ich kenne das. Ihr kennt meine Geschichte zum Teil. Ich kenne das Gefühl und deswegen probiere ich euch immer günstigere Alternativen zu Produkten rauszusuchen, die ihr liebt. Deswegen vertraut mir. Jetzt, ich meine, ihr seht ja, was ich mache. Und mit ein bisschen Concealer kann ich das Ganze dann hier nochmal cutten. Also der Contour Wand gefällt mir besser als der von Charlotte Tilbury, einfach aufgrund der Farbe. Man muss so ein bisschen vorsichtig sein. Macht das nicht, wie heißt sie? Oh. Meredith heißt sie, glaube ich. Die ist einfach völlig übertrieben, aber die nimmt immer so viel davon, weil das halt so wässrig ist und sich wegblendet. Hier ein Punkt und es blendet sich halt nichts weg. Deswegen gute Sache. Wir nehmen noch ein bisschen etwas helleren Concealer und machen mal weiter. Wir haben noch die 2. Was ist die 2 für eine Farbe? Das ist ein Blush. Die 3 ist auch ein Blush, aber ein bisschen anders. Und die 4 ist ein Highlighter. Es gab auch noch dunklere Highlighter. Wir gehen jetzt einfach mal mit der 3. Ich drücke. Okay, komm, wo bist du? Da ist es. Okay, es kommt schon. Und ich setze mir das einfach hier hin. Bitte sei nicht genauso pigmentiert. Ist es? Das sind wie die Mattes. Das ist nicht, ganz wichtig, das ist nicht wie dieses schimmernde Ding, sondern das sind wie die neuen matten Produkte. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Ich übertreibe es jetzt natürlich wieder für euch, dass ihr das Ganze seht. Man kann das mit Sicherheit auch kombinieren. Excuse me. Okay, ich muss den Concealer erst ausblenden. Wunderschöne Farbe. Das ist, muss ich ganz klar sagen, das ist nicht wie dieses schimmernde Produkt. Das ist ein matter, matter Blush, der auch matt auf der Haut aussieht. Der gibt jetzt nicht dieses Leuchten. Ne? Also das ist ganz wichtig. Die Charlotte Tilbury Dinger sind so voll mit Glow, dass sie
sehr schnell sehr viel glowy aussehen. Das ist eher in die matte Richtung. Die kam ja jetzt auch neu raus. Wir gehen jetzt gleich mal mit der anderen Farbe, der 2, hier rauf. Mein 2. Die ist ein bisschen roséstichiger. Oh ja, die gefällt mir ein bisschen besser. Die ist ein bisschen... Ja, die mag ich lieber, die Farbe. In Kombination auch mit der Kontur. Sehr, 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 sehr schön. Hier ein bisschen verteilen. Bitte nicht zu viel. Nice. Ich war ehrlich gesagt sehr, sehr skeptisch, als mir das geschickt wurde und dachte mir, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, weil du kannst Produkte rausbringen und die sind einfach doof. Das ist, also der Konturteil hat mich umgehauen. Jetzt muss natürlich noch der Highlighter am Start sein. Und auch dafür ist, ja, die Verpackung ist ein bisschen schwierig aufzukriegen. Man muss so ein bisschen üben. Einmal on. Komm, komm, komm. Und da ist auch schon der Highlighter. Der ist sehr hell. Hä? Das verstehe ich noch nicht ganz. Fühlt sich ein bisschen ölig an, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss man das ein bisschen massieren. Erstmal ein bisschen schütteln. Okay, da kommt es raus. Also, der Highlighter ist von der Textur her sehr wässrig. Das ist ein Öl. Das ist kein... Oh, da muss ich ganz vorsichtig sein jetzt. Also, ihr seht es, der hat einen sehr natürlichen Glow, aber einen öligen Glow. Deswegen kann ich den jetzt nur so raufstempeln. Aber der ist halt auch schön. Ich glaube, dass man den sehr gut in eine Foundation mischen kann. Wartet mal. Aber der gefällt mir nicht. Also, das mag ich nicht. Der kommt auch schlecht raus. Also, du hast eine sehr, sehr Öl... Das ist 1:1 ein Öl. Du machst ein bisschen Foundation mit rein. Hoffen wir mal, dass das hält. Ja, das funktioniert schon. Also, eine Foundation auf Ölbasis. Und dann hast du eine sehr reflektierende Base. Ist jetzt, glaube ich, nicht meins, wo ich sage, wow... Das wäre das, was ich benutzen möchte. Deswegen will ich damit auch nicht weiter auf mein Gesicht. Weil das, ich mag dieses ölige Gefühl nicht, wenn ein Highlighter so super, super ölig ist. Ich habe dann Angst, dass er mir die Foundation wegnimmt. Er hat aber einen sehr, sehr zarten Glow. Also er ist nicht so grob glitzerig, sondern eher ein bisschen feiner. Was ich jetzt noch probieren möchte, ist, ich möchte eine Augenkontur machen. Und damit gehe ich mit dem Rest hier am Pinsel einfach, am Applikator lang. Und blende das aus. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn du so einen etwas kühleren Ton hast und so ein bisschen das Schlupflid in Anführungszeichen wegblenden möchtest. Ich habe das Gefühl, das ist pures Pigment. Also du musst echt aufpassen, dass du nicht zu viel benutzt. Was sagt ihr? Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt, weil ich hoffe, dass die Kamera das genauso einfängt, wie es jetzt bei mir gerade aussieht. Aber das ist schon phänomenal. Okay, wisst ihr was? Ich mache mal kurz die Base ein bisschen fertig. Ich fixiere das Ganze mal ganz, ganz leicht. Benutze dafür im Moment wirklich extrem gerne das Coty Airspun Powder. Microfiber Multitool Mini. Ist heute ein Full Coverage Make-up, aber ich glaube, dass man das Ganze auch wirklich viel, viel minimalistischer benutzen kann, indem man einfach eine leichtere Foundation benutzt. Weniger von diesen Produkten. Wobei das Contour-Ding, das funktioniert mit Sicherheit auch sehr, sehr gut, wenn du kein Make-up benutzt, aber einfach ein bisschen... Kontur haben willst. Dann nehme ich einen fluffigen Pinsel und fixiere das. Ich habe schon lange kein Video mehr nur zu einem bestimmten Produkt gemacht, weil ich euch natürlich immer so ein bisschen Unterhaltung und viele verschiedene Sachen zeigen möchte. Deswegen ist das Video natürlich auch hier heute an dieser Stelle ein klitzekleines bisschen kürzer. Aber ich glaube, dass es das definitiv wert war. Weil jetzt habe ich es natürlich gesettet. Das sieht alles sehr, sehr ebenmäßig aus. In dem Moment, wo ich gleich aber ein Fixing Spray benutze, sollte das Ganze wieder aussehen wie frisch. Deswegen, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos über die Kontur. Das ist die perfekte Contouring-Farbe. Ich zeige sie euch nochmal. Die ist super, super kühl und extrem pigmentiert. Und du kannst sie natürlich ausblenden. Du musst halt recht schnell sein. Also ich würde nicht überall erst Punkte machen und dann verteilen. Du kannst sie ausblenden und das ist wahnsinnig gut. Was mir am besten gefällt an der ganzen Sache ist, dass ich natürlich jetzt auch... Ich habe viel Pflege benutzt und die Haut ist richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt gewesen. Aber das Ausblenden der Produkte ist an keiner einzigen Stelle fleckig geworden. Und das ist etwas, wo ich immer so ein bisschen Probleme mit habe. Bei Produkten, die vielleicht eher so ein bisschen günstiger sind. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen was von diesem Blush-Produkt und toppe mir das hier nochmal rüber. Den Highlighter auf gar keinen Fall würde ich niemals wieder benutzen, weil er mir zu ölig ist. Aber Contour... Und Blush 1A. Ich habe Hoffnung, ich habe große Hoffnung, dass die Produkte, die ich jetzt im Internet gesehen habe, dass sie bald in die Drogerie kommen, genauso sind. Ich hoffe.
Wir werden es herausfinden. Freunde, ich bin äußerst gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Mir gefällt das Ganze sehr, sehr gut. Ich werde sie definitiv weiter testen. Vielleicht haben einige von euch ja auch diese Produkte schon getestet und gekauft gehabt. Und vielleicht habt ihr damit Erfahrung gemacht. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!